Wir haben nochmal eine Sammlung bekommen. Revelio. Ist hier noch was zum Finden? Also hier im Innenbereich scheinbar tatsächlich nichts mehr. Aber es gibt hier hinterhalb dann in der Tür. Brauchen wir aber Schlösser knacken, ne? Genau. Aber ich raff gerade nicht, warum das so ist, wie das hier ist. Schau mal, wir hatten jetzt einmal... Eins, zwei, wir hatten das hier. Das war hier, nur das hier in einer Linie so, ne? Siehst du? Das hier? Hat das was damit zu tun? Hä? Muss ich mal gucken. Hallo, wie schön. Hallo. Grüezi. Ich suche einmal. Einmal ganz kurz nochmal so eine andere Tür auf, ja? Einfach nur, weil es mich gerade interessiert. Ich meine, wir hatten tatsächlich irgendwo hier noch eine, oder? Bin ich hier gerade falsch? Ach, hier oben war auch noch was, ne? Halt! Incendio! Hier irgendwie Feuer machen, das geht tatsächlich auch nicht. Ich habe gedacht, ich habe gehofft, aber es geht halt doch nicht. Was ist bei dir so los? Nichts. Hier war noch eine Tür. Ach so, ne, Moment, hier, das war das, die Unterricht, ne? Ja, genau. Da wollte ich gar nicht hin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz nach unten, gucken uns da nochmal so ein bisschen um. Da müsste eigentlich theoretisch diese eine Tür auch noch irgendwo sein. War das hier? Nein. Hier war das nicht. Aber Leute, was ist los hier? In der Schule ist nichts los. Bin ich der Einzige, der hier rumrennt? Muss ich nicht schlafen? Ah, hier ist auch weg. Die ganzen Schüler sind irgendwie weg. Lehrerin. Oh. Revelio. Geranie gefressen wurde. Hä? Moment. So, dann haben wir auch den. Gut, hier ist... Achso, das war die Flohflamme wieder. Okay, irgendwas ist hier auf alle Fälle falsch. Ich darf nicht in diesen Gestank reinlaufen, glaube ich. Nein, doch nicht. Ist egal. Wo bin ich denn hier? Ganz ehrlich, es sieht ein bisschen gefährlich aus. Er knallt den ab? Ich höre. Revelio. Lumos. Irgendwas ist hier ultra seltsam an diesem Raum. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Und hier war nochmal was. Hast du gesehen? Revelio. Hier, oder? Da war doch irgendwas. Protego! Ach, Mann! Eins. Das hier, ja. Oder kann ich jetzt mit dieser Motte hier vielleicht gar nicht rüberlaufen? Kann das sein? Das Bild war auf alle Fälle das hier. Ja, jetzt ist sie hier. Guck. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich stirbt die gleich. Nein, sie stirbt nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Das heißt, ich stinke also. Hier war noch mal was. Ich habe doch gewusst, ich habe hier was gesehen. Penetrante Passage. Sollte ich mir vielleicht mal durchlesen, das Zeug. Aber irgendwas stimmt hier doch nicht an dem Raum, oder?
Irgendwie ist es ein bisschen... Irgendwie ist es hart seltsam. Hier ist noch eine Tür. Kann ich hier raus? Oder ist hier zugesperrt? Nee, ich kann raus. Ah! Die Kiste wieder. Ich bin ehrlich, ich feiere das so mit diesen Kisten. Ich finde die so gut. Was ist das denn? Soll das Hagrids Hütte sein? Ja, das wollte ich aber gar nicht. Moment, ich gehe noch mal kurz rein. Mich würde nämlich tatsächlich hier die große Treppe... Waren wir hier? Ich gehe mal kurz hier hin. Mal schauen, was wir hier drin finden. War das das? Ah ja, oder wir nehmen einfach mal das hier. Macht ja nichts. So, einmal kurz enthüllen. Die Nummer 1 und die Nummer... Ich schau mal, Nummer 1 und 3. 1, das ist hier einmal der... Die, ich sag mal, Robbe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Viech das sein soll. So, einmal rollen. Robbe. Und... Die Nummer 13. Haben wir hier 13? Ne, 13 hatten wir nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, da hatten wir keine 13. Spinne und Schlange. Spinne und Schlange sind sich gegenüber. Warte mal kurz. Spinne ist hier. Schlange ist hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Aber ich gehe mal kurz hier diesen Turm noch hoch. Guten Abend, Sir. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht, ne? Oder war ich hier schon? Keine Ahnung, ich find's mega cool. Kann ich hier laufen? Ach ja, klar war ich hier schon. Das ist unser Gemeinschaftsraum von Ravenclaw. Oh Gott, Leute. Das war die Tür, wo wir am Anfang reingelaufen sind. Was? Haustruhe platzieren? Bin ich müde? Kann ich schlafen? Also, hier darf ich tatsächlich immer noch nicht runter. Das ist tatsächlich was, weiß ich nicht warum. Aber ich kann hier runter. Guck mal. Komme ich auf den gleichen Weg? Oh, nee, schade. Schade, schade, schade. Wieder aber mal, ich geh mal auf Abenteuertour? Nein. Rebellion. Cool wäre, wenn man sich hier hinsetzen könnte, noch ein bisschen. So, mal kurz gucken, was wir hier oben finden. Oh, so, nimm doch die Kurve ein bisschen stärker hier. Oder ist es das normal, dass der so läuft? Schloss auf Stufe 1. Jo, habe ich nicht. Muss ich alles noch ein bisschen lernen. Tack, 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 tack. Das war leider nicht das, was ich mir erhofft habe. So, was könnten wir noch gucken? Den Südflügel, Astronomieflügel. Den glaube ich, habe ich... Den glaube ich, habe ich... Ja.
erkundet, würde ich mal sagen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wir jetzt gar nicht die Aufgabe machen mit der Nati, mit der Onai. Ich würde tatsächlich nochmal kurz hier ein bisschen rumlaufen. Ich gehe nochmal kurz hier in den Südflügel. Hier sind noch ein paar Flohflammen, die wir noch nicht gefunden haben. Wäre natürlich, glaube ich, schon mal ganz gut. Dann sind wir ein bisschen schneller beim Reisen. So für die Zukunft und so. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt nichts vor. Ach so, das war jetzt wieder die Aufgabe zum Trainieren hier vorne. Nö, das wollte ich jetzt tatsächlich eigentlich auch nicht machen. Mal kurz gucken, was kann ich hier noch? Da kann ich jetzt nur über die Brücke laufen, ne? Ja. Dunk. Einmal so richtig den Kopf anhauen. Da komme ich auch nicht rein. Oh, die Tür? Hä? Habt ihr gesehen? Die Tür ging? Die Tür hier hat in Anführungsstrichen Verstopfung so ein bisschen, die geht nicht auf. Hier habe ich noch eine Truhe. Und er sagt aber auf alle Fälle hier ist Einhorn. Da ist definitiv ein Einhorn oben drauf. Und das sieht aus wie so ein betender Mensch irgendwie, keine Ahnung. Ist hier auch ein Einhorn? Hier. Hier ist das Einhorn. Lumos. Incentio. Akio. Ich hab hier. Revelio. Nee, hier habe ich tatsächlich gar nichts. Ich habe nur hier einmal diese Tür. Die wo quasi so ein bisschen jammert, ne? Batz! Naja, wir werden das schon irgendwie finden hier. Oh, es wird wieder hell. Wir werden das schon irgendwie finden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch hier unten drunter irgendwas finden können. Da geht's mit Sicherheit nach unten. Hey! Nein, 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 nein! Nicht zumachen! Ich will wieder rein. Der macht die Tür zu, wenn ich hier drin bin. Was soll das? Oder wenn ich hier draußen bin. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit irgendwie am Überlegen, ob ich nicht doch nochmal kurz Rebellion. Auf den Ding zurückgehen soll. Ach hier. Ins Händchen. Also hier muss ich auf alle Fälle auch irgendwas mit dieser Karte machen. Alter, hier gibt es so viel Rätsel, Gedöns, das ist Wahnsinn. Also was ist Gedöns? Ich find's cool. Ach hier. Nein. Ach, warte mal. Ich habe doch noch einen Reparo-Zauber. Wie kann ich ihn hier aber jetzt mal hier, mal ehrlich, wie kann ich hier mehr Zauber auswählen? Da muss doch irgendwas anders auch geben, oder? Soll man Reparo probieren? Warte mal, was war das hier nochmal? Lach Levioso, die Kontrolle. Ich probier's mal kurz aus. Levioso! Okay, nein. Das ging nicht. Reparo wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Reparo! Nein. Aber es müsste rein theoretisch ein Knopf sein. Moment, kann ich den? Es ist wie in so einem Freizeitpark, wenn du irgendwo reingehst und durch die Lichtschranke fährst. Ja, hör auf. Durch Lichtschranke fährst, auf einmal geht die ganze Szenerie los. So, machen wir den Zauber mal kurz wieder rein.
Gut, also ich würde so ganz schlau werde ich aus den ganzen Rätseln tatsächlich bis jetzt zumindest noch nicht. Irgendwo müssen ja irgendwo Hinweise versteckt sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine, was ich gerade gehabt habe, oben, dass das ein Hinweis sein muss. Aber ich steige nicht durch. Hier müssen wir wieder Schlösser knacken. Hier haben wir eine Arschbohrer. Moment. Was ist das? Rebellion. Ah, doch nicht. Ich dachte, das wäre ein Hebel, den man ziehen kann oder so. Das wäre ziemlich... Das wäre ziemlich cool gewesen. Hier ist nochmal eine Tür. Das Spiel wird für mich auf ewig ein einziges riesiges Labyrinth sein. Und wir brauchen definitiv irgendwo hier Schlüssel. Ihr seht Bescheid, ne? Da. Es sind so viele Schränke von denen. Schloss knacken 1. Ich werde mich hier definitiv so schnell nicht auskennen, Herrin. Hier ist auch nochmal sowas. Kann ich... Moment. Da muss man doch Feuer... 100%. Ich bin mir so sicher, dass wir da drin Feuer machen müssen. Incendio. Tja. Siehst du? Habe ich gewusst. Aber es geht... Moment, da stand gerade sammeln. Sammeln. Ich wusste, man muss hier Feuer machen. Die Frage ist dann auch nur, wie komme ich bei dem anderen hin? Im Besen? Kann ich in Hogwarts, in der Schule, kann ich da fliegen? Ich meine, ich habe noch nicht mal einen Besen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich bin hier einfach nur... Ich glaube, der Titel wird heißen, die große Entdeckungstour oder so. Ich habe... Wirklich keine Ahnung. Ich drehe hier mal nochmal am Globus. Oh, hier hängt es gerade ein bisschen. Tut mir leid, Freunde. Ja, die Schüler sind alle ein bisschen stumm. Die sind alle ein wenig stumm. Das gefällt mir nicht. Die dürften ruhig ein bisschen mehr reden. Schade, dass da nicht so viel Interaktionen sind. Ach, hier war wieder die Katze. Das meinte ich mit Interaktion. Finde ich super. Sowas müsste die ganze Zeit irgendwie rumlaufen. Aber auch jetzt, dass die ganzen Schüler wieder so ein bisschen da sind, finde ich ganz geil. Hier ist nochmal ein verdeckter Schrank oder irgendwas. Aber da können wir tatsächlich gar nichts machen. Ja, gut. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann hier eine Aufnahmepause mache. Ich werde mal ein bisschen was überlegen. Ich werde mir wahrscheinlich ohne euch dann nochmal kurz oben das Ding angucken hier. Diese Zeichnung. Vielleicht werde ich schlauer, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe zumindest. Ich würde diese Tür nämlich wirklich ganz gerne öffnen wollen. Und auch generell nochmal ein bisschen gucken, wie man ein paar Sachen... das ist aber ein fieses Bild. Rebellion. Das ist ein wahnsinnig fieses Bild. Ja, auf alle Fälle, wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Wenn ich Glück habe und ich habe es gefunden, dann werde ich natürlich das hier an der Stelle abbrechen. Ich werde dann mit euch das Ganze nochmal kurz durchgehen und erklären, vielleicht für den einen oder anderen, wie es funktioniert, wenn man es nicht mir vorher schon erklärt. Und wir werden auf alle Fälle... Ja, stimmt! Ich wollte Ding noch verkaufen noch, das muss ich dann auch noch machen, machen wir beim nächsten Mal auch. Und wir werden dann wahrscheinlich, oder was ist wahrscheinlich, definitiv die Hauptaufgabe, die Hauptquests weitermachen. Jo, mal gucken, ich bin echt wahnsinnig gespannt. Ich sag danke fürs Zugucken, Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst, abonnieren nicht. Mein Ziel ist nach wie vor immer noch 350 Abonnenten zu bekommen bis Ende April, sage ich mal. Und würde mich freuen, wenn ich das bis dahin schaffe. Also, ich sag nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.